Hi, herzlich willkommen zum neuen YouTube-Video. Heute will ich euch mal ein bisschen was dazu erzählen, was ihr selber bei einer Depression an Lebensstilumstellungen oder an Übungen machen könnt, um euer Leid ein bisschen zu lindern. Das Video bezieht sich auf Depressionen an den Techniken, die ich vermitteln werde, ist aber auch allgemein der Psychohygiene zuzuordnen, kann man also bei jeder psychischen Erkrankung auch so allgemein durchführen, weil es Tools sind, die in jeder Lebenslage helfen und die Lebensqualität einfach steigern. Aber das Video ist halt auch speziell auf Depressionen zugeschnitten, weil die ganzen Techniken, die ich vorstellen werde, oder diese Lebensstiländerungen, hervorragend bei Depressionen untersucht sind. Und ihr werdet es sicher erraten, die erste Sache, die ich euch vermitteln werde, ist Bewegung und Sport. Also die Studienlage, was Bewegung und Sport betrifft, ist relativ eindeutig. Sie führt insbesondere bei der Depression zu einer deutlichen Linderung. Deshalb hat sie auch Eingang Bewegung in die S3-Leitlinien, das sind die offiziellen Leitlinien der Fachgesellschaften, gefunden zur Depressionsbehandlung. Also immer, wenn man merkt, dass man depressiv ist oder eine Depression diagnostiziert gekriegt hat, ist das Erste, was man tun sollte, sich bewegen. Und auch egal, welche Bewegung. Ich stelle euch hier mal eine kleine Studie vor, die ich in Vorbereitung auf das Video gefunden habe. Ist eine Studie, die ungefähr vor 10 Jahren, glaube ich, in Kanada gemacht worden ist. Und die Studie ist an 250 depressiven Probanden durchgeführt worden. Das waren Depressive zwischen 40 und 60 ungefähr. Und die sind alle mit Depressionsfragebögen gescreent worden und von einem Arzt auch diagnostiziert worden. Und diese Depressiven wurden in 3 Gruppen unterteilt, weil man die Wirkung von verschiedenen Treatments, also Behandlungen, erkennen wollte. Die erste Gruppe erhielt als Treatment gegen die Depression, also als Behandlung gegen die Depression, den Auftrag unter medizinischer Aufsicht, also unter Aufsicht einer Begleitperson, einem Studienleiter, jeden Tag 45 Minuten Ergometer fahren bei lockerer Intensität. Die zweite Studiengruppe, die war ähnlich groß, erhielt einfach ein gängiges Antidepressivum. Die dritte Studiengruppe erhielt eine Kombination aus beidem. Die Ergebnisse waren verblüfft, haben mich auch verblüfft. Ich habe also zuerst gedacht, eigentlich müsste ja die dritte Studiengruppe, die beide Behandlungen erhalten hat, am besten liegen, aber dem war nicht so. Die Patienten, die das Antidepressivum erhalten hatten, hatten die schnellsten stimmungsaufhellenden Effekte. Also die Antidepressiva haben, obwohl die Leute keinen Sport gemacht, dazu geführt, dass die Leute aus dieser depressiven Einengung am schnellsten draußen waren. Dann kam aber in längeren Katamnese-Vergleichen, also die haben die Leute immer wieder untersucht und geguckt, was ihre Depression macht, kam raus, dass die Gruppe, die Ausdauersport macht, die langfristig besten Effekte hat. Die Leute hat man in einem Abstand von 1 und 2 Jahren nochmal gemessen und die waren danach deutlich symptomfreier. Es hat in der Gruppe, glaube ich, keine Remission gegeben. Es war kein einziger Fall von einer Remission bekannt. Und die waren am stabilsten und man hat noch Nebenfaktoren wie Selbstwert erhoben. Das hat auch gut funktioniert. Die Leute waren insgesamt, hatten ein größeres Gefühl von Selbstwirksamkeit. Die anderen Gruppen sind im Vergleich zu der Nur-Sportgruppe, was relativ erstaunlich ist, nicht so nachhaltig gewesen. Liegt wahrscheinlich auch an dem Defekt, wie ich schon gesagt habe, der Selbstwirksamkeit, dass die Patienten das Gefühl hatten, ich habe mein Schicksal selbst in der Hand. Also, Sport, Bewegung ist eigentlich der Gamechanger in jeder Depressionstherapie und ist auch was, was ich in der Praxis den Leuten immer als erstes, wenn ich eine Depression diagnostiziert habe, anrate, sich zu bewegen. Was für Arten von Bewegung soll man machen? Platt gesagt, das, was einem Spaß macht. Also, wenn man gerne Fußball spielt, soll man wieder Fußball spielen gehen. Der Vorteil bei Fußball als Mannschaftssportart oder Handball oder Volleyball, egal was man gerne spielt, sind im Prinzip zweierlei. Man bewegt sich und man hat wieder Kontakt zu anderen. Also hier werden eigentlich 2 Behandlungselemente aus der Depressionstherapie eingeflochten. Kontaktaufnahme zu anderen, sozialer Austausch und Bewegung. Deshalb sind Mannschaftssportarten, aber auch die Tanzgruppe oder die Bewegungsgruppe an der VHS und selbst das Fitnessstudio, wo man zwischen den Übungen mit jemand anders ein bisschen redet, klar von Vorteil. Also Sport, egal was man macht, Hauptsache es macht einem Spaß. Ist man ein Sportmuffel
und mag das gar nicht gern, sollte man sich zumindest dazu hinreißen lassen, jeden Tag 40 Minuten etwas schneller spazieren zu gehen. Hierzu kann ich auch folgenden Fall schildern. Ich hatte einmal einen Patienten, der kam noch in meiner Klinikzeit zu mir in die Behandlung, hatte eine Depression vor dem Hintergrund einer traumatischen Kindheit. Und dieser Mann war zu der Depression noch schwerst übergewichtig. Der hat bei 1,80 Meter, glaube ich, um die 150 Kilo gewogen damals. Und das Leitsymptom war wirklich knackig depressiv. Und da habe ich gesagt, hören Sie zu, nutzen Sie den Klinikaufenthalt. Sie haben hier einen Ernährungsberater und Sportprogramm. Bewegen Sie sich jeden Tag eine Stunde. Das hat der Mann angenommen und hat sich jeden Tag eine Stunde bewegt. Das hat er die Klinikaufenthalt über durchgehalten und es hat ihm sehr gut getan. Ich habe dann aber gedacht, wenn er aus der Klinik raus ist, wir hatten eine Intervallbehandlung vereinbart, der wollte ein Jahr später wiederkommen, wäre der Effekt verpufft. Und der Mann ist ein Jahr später tatsächlich wiedergekommen in die Klinik und hat dieses Behandlungsregime, also dieses jeden Tag eine Stunde gehen, durchgehalten. Er hat gesagt, ich habe zweierlei Sachen gemacht. Ich bin jeden Tag anderthalb Stunden gegangen und habe mir an den Kühlschrank einen Zettel geschrieben, keine Süßigkeiten mehr. Der kommt in die Klinik und ich habe den nicht mehr wiedererkannt. Der war 45 Kilo leichter, der hat 105 Kilo gewogen. Die Depression war nicht mehr messbar, das war ein ganz anderer Mensch, der hat ganz anders ausgesehen. Und dieses gedrückte Stimmung war total weg und wir konnten den ganzen Aufenthalt nutzen, um an seiner Hintergrundproblematik zu arbeiten, der schweren Kindesmisshandlung. Und das war wirklich für mich so der absolute Wahrheitsbeweis, wo ich gesehen habe, was eine Bewegungsroutine ausmacht, wenn man psychisch erkrankt ist. Und der ist nur jeden Tag gegangen. Der hat es jetzt nicht großartig ins Fitnessstudio oder hat Mannschaftssport gemacht. Der ist jeden Tag einfach anderthalb Stunden gegangen, hat sich aus der somatischen Adipositas rausgeschafft und ist immer schlanker geworden und auch psychisch besser. Also der Gamechanger bei fast allen psychischen Erkrankungen ist regelmäßige Bewegung, die aber eine gewisse Disziplin erfordern. Die zweite Sache, die ich euch anbieten will, ist ein Tool, das eigentlich mehr auf Depressionen zugeschnitten ist und Schlafstörungen. Das nennt man den partiellen oder den kompletten Schlafentzug. Depressive Erkrankungen gehen immer, wie ich in meinem Video zu Depressionen schon geschildert habe, mit Schlafstörungen einher. Also die Leute schlafen schlecht ein, liegen im Bett, haben Angst, das Rädchen dreht sich im Kopf, ich werde nicht einschlafen, ich werde den nächsten Tag nicht schaffen, ganz furchtbar alles. Dann kommen sie oft gar nicht in den Schlaf oder schlafen morgens 2 Stunden ein oder sie wachen zu früh auf, weil der zirkadiane Rhythmus durcheinander ist. Und das sind ja schon die Beginnsymptome einer Depression. Und wenn man schon weiß, dass man an einer Depression leidet, und kann man da gut dagegen wirken, indem man, wenn man am anderen Tag keine gefährliche Maschine steuern muss oder eine lange Überlandfahrt macht oder irgendwas Gefahrträchtiges macht, kann man selber zu dem Trick greifen, einfach eine Nacht durchzumachen, sich einfach 24 Stunden wach zu halten. Also wenn man merkt, dass man so eine Neigung zu Schlafstörungen hat, kann man einfach mal 24 Stunden eine Nacht durchmachen, versuchen, den Tag durchzustehen und dann abends zeitig um 10 Uhr oder so ins Bett zu gehen. Und dadurch, durch diesen Schlafentzug, verändert sich das Neurotransmittergleichgewicht im Gehirn. Man weiß noch nicht ganz genau, wie der Mechanismus funktioniert. Man weiß nur aus Studien, dass partieller Schlafentzug, also man weckt die Patienten 4 Stunden früher in der Nacht, durchaus hilft. Also wenn man merkt, man kommt beim Schlafen nicht klar und man wird so leicht depressiv, ängstlich, kann man mal versuchen und es geht an den Schlaf, ob man damit klarkommt, wie gesagt, nicht wenn man am nächsten Tag einen Schwerlasttransport durch die Gegend fährt, ob man mit dem Schlafentzug hinkommt und merkt, dass das die Stimmung verbessert. Das ist natürlich dann auch der Gegenbeweis, wenn das klappt, kann man sehr sicher sein, dass man wahrscheinlich irgendeine Krankheit aus dem depressiven Formenkreis hat. Die letzte angebotene Methode ist auch nicht nur ein Master-Tool in der Behandlung der Depression, sondern auch wirklich ein Tool, das in sämtlichen Prozessen Eingang findet. Und was in der Effizienz total erwiesen ist, ist die Meditation. Hat jetzt auch, ich habe gerade gesehen, in der Netflix-Doku gibt es über Meditation, über die Effekte, und Meditation wirkt. Nicht nur bei Depressionen, aber gerade bei Depressionen und Angststörungen ist die Meditation sehr gut erforscht.
Vor allem das MBSR-Programm von Kabat-Zinn, Mindful-Based Stress Reduction. Das ist ein Programm, das besteht eigentlich hauptsächlich aus Achtsamkeitsübungen und Sitzmeditation, aber die klassische Sitzmeditation, zum Beispiel irgendwo 10 Minuten auf dem Stuhl zu sitzen oder 15, das täglich zu tun und sich nur auf den Atem zu konzentrieren und das zu üben, führt zu deutlichen, signifikanten Verändern. Also die klassische Sitzmeditation, irgendwo sitzen, entweder Lotussitz, Stuhl, 15 Minuten sich nur auf den Atem konzentrieren, führt dazu, dass sich die Architektur des Gehirns verändert. Also man hat ganz oft Untersuchungen gemacht, die man mehrmals repliziert hat, dass man Probanden, die noch nie meditiert haben, in MRTs gesteckt hat, die Hirnaktivität vor dem Meditationsprogramm untersucht hat und danach, und die Patienten haben deutliche Veränderungen in der Hirnarchitektur gehabt. Aber nicht nur in der Hirnarchitektur, auch die Denkensweise ändert sich bei Patienten. Also ganz oft ist es ja bei depressiven Patienten, dass die so an Gedanken kleben, dass man nicht mehr wegkommt von seinem Leid. Und hier macht wirklich, wenn man regelmäßig meditiert, macht das das Denken weicher, offener. Und es reguliert natürlich das Arousal und den Schlaf. Wenn man regelmäßig meditiert durch die beschriebenen Veränderungen in der Neuroarchitektur, also dass gewisse Hirnareale besser funktionieren, wird man allgemein ruhiger. Und man ist nicht mehr so an diesen negativen Gedanken verhaftet, die man hat, wenn man depressiv ist oder auch allgemein, wenn man psychische Erkrankungen hat. Und die Meditation ist wirklich über weite Studien ein bewiesenes, gut funktionierendes Mittel, das auch, also auch bei Top-Managern zum Einsatz kommt, die ihre Leistungsfähigkeit erhalten wollen. Das funktioniert wirklich immer gut, aber es ist halt auch eine Disziplinaufgabe. Also wenn man merkt, dass man den Hang zu psychischen Erkrankungen hat, dass man zu viel Stress hat, sollte man schauen, dass man in seiner Tagesroutine immer eine halbe Stunde Bewegung und eine Viertelstunde Meditation einbaut und die auch konsequent durchführt. Das ist wirklich wie eine Volksmedizin gegen affektive Erkrankungen und funktioniert super gut, auch in meinen beiden Praxen, wenn ich Depressive behandle oder Angstpatienten oder Patienten mit Schlafstörungen, kommen die Techniken immer zum Einsatz, weil sie höchst effizient sind. Schlafstörungen behandeln mit Schlafentzug ist ein bisschen spezieller, kann man mal versuchen, ob das bei einem passt, vielleicht bei kurzer Rücksprache mit dem Hausarzt. Alles in allem, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr es gerne liken, weiterempfehlen. Wenn euch der Kanal interessiert, abonniert ihn gerne und schaut euch das nächste Video an. Vielen Dank.